Ich kotze mich gleich an, mir ist schlecht. Lecker. Nicht so lecker. Alter. Boah. Nicht zögern, tun. So, hey ihr Höhlenmenschen, wir sind jetzt bei der Bestrafung, wie ihr mal schon sehen könnt. Hier muss er heute eine Bestrafung machen, die habe ich mir ausgesucht. Er hatte drei Auswahlmöglichkeiten und er hat sich für diese entschieden, dass er ein Getränk mixen muss. Und dieses Getränk muss man, ich freue mich schon so. Und er stellt euch jetzt erstmal die Zutaten vor, die er hat. Hallo Leute. Ja, auf jeden Fall geiles Format so. Hier erstmal Wackelpudding, damit das Ganze so eine Festigkeit bekommt, so ein Gelee-artiges. So, dann darf natürlich auch nicht die Farbe fehlen. Mit schönem McDonald's Ketchup. Vielen Dank für das tolle Produkt. Wir machen natürlich Produktplatzierung, damit sich auch das Video lohnt. So, dann so eine scharfe Soße, damit es auch noch ein bisschen nach was schmeckt. Bisschen Salsa. So, dann noch Senf bisschen. Löwensenf. Bester Senf überhaupt. Ja, Tigersenf ist nicht hier. so gut, aber Löwensenf. Ja, vom Löwen schön gezapft. Und ja, die Zwiebel auch noch, oder was? Ja. Und die Zwiebel noch. Und So hast du ungefähr. die Milch auch? Oder hast du Ich irgendwas? hab, ach so, ich hab Wasser und Fanta. Genau, Wasser und Fanta hat er Und auch noch. Bier. Ja, Bier machen wir nicht, Leute. So, gut, Und das. ein Gummibärchen, der seit 3 Wochen rumsteht. Okay, gut, das mixt du jetzt bitte alles mal zusammen. Okay. Ich lasse das Mit jetzt. was soll ich anfangen? Du sagst, was ich als erstes Okay, antun soll. also, okay. Du fängst an mit der Salsa. Mit dem Scharfen. Warte, ich lese mal noch mal kurz durch. Nee, nee, nee. Man muss das sehen, wie du es ins Glas machst. Ja. Ich möchte nur gucken, wie viel man darüber wohl rein. Junge! Chili 100%, Alter! Was rein jetzt? Zeig Ja, her. okay. Nee, zeig her ins Glas. Ich muss wissen, wie viel drin ist. Zeig her. Höher. Ich sehe nichts. Mehr. Alter, weißt du, Hallo, wozu schon dieser ein kleine Deckel bisschen ist? mehr. Bisschen mehr. Mehr. Ja, Kommt mehr warte. rein. Es kommt nichts raus irgendwie. Warte mal. Warte, drück einmal feste. Okay, ja, das reicht. Oh. Ja, das reicht. Okay. Dann würde ich sagen, damit sich das schon ein bisschen vermischt, dann kannst du auch gerne das Ketchup schon mal reinmachen. Vom Ketchup ein bisschen mehr. Ich meine, ist ja McDonald's Ketchup, schmeckt sich jetzt in der Liga. Erstmal schütteln, ne? So muss das sein, Leute. So. Mein Mark, Alter. Ich freue mich so, dass Die du mal da Freundschaft warst. wird durch dieses Format beendet. Gut, dass ich im Urlaub bin, dann bleibe ich für immer in England. Okay. Ja, ein bisschen mehr. Ja, okay. Das reicht. Okay. Okay. Oh, riecht der Scha Ja, okay. Und dann mach Fanta rein, bitte. Oh mein Gott. Alter, du hast ja Spaß. Facecam an, ne? Ich guck Ja. mir das. Oh, Leute. Bitte, Leute, lasst dafür einen Daumen hoch, da ich hasse es. Mehr, hallo, mehr, schon so ein bisschen. Das bisschen. Ja, das reicht. Oh mein Gott, das sieht Boah! ekelhaft aus. Okay, Hör jetzt gut. auf, das Dann reicht. noch ein Gummibärchen. Na, der ist so hart, den krieg ich nicht runter. Ja, das ist egal. Ein bisschen Festigkeit zum Beißen ist doch immer gut. Okay. Und der Löwensenf nicht vergessen. Und am Schluss, da kommt ja dann auch noch der Wackelpudding. Der ist auch noch. Nein. Nein, der Wackelpudding, der muss dabei sein, einfach. So ein bisschen mehr. Sieht man das? Ja, man sieht's gut. So ein bisschen mehr. Ja, okay, das reicht. Alter, wieder wie so ein Kackebrocken. Ist Hör immer auf jetzt! reingeflutscht.
Also Leute, wenn ich kotzen muss, bitte schneid das weg, ne? Okay. Und jetzt kommt der... Hier, so ein Kotz... Und dann brauchen wir unbedingt noch diesen Wackelpudding. Okay, mach ich jetzt mal auf. Abgelaufen übrigens. Ich bin ja total empfindlich gegen abgelaufene Sachen. Und dann musst du es noch ein bisschen mixen natürlich mit einem Löffel, damit das sich alles schön ineinander, wie soll ich sagen... So? Ja. Alter. Okay, und jetzt mix es bitte vor der Kamera. Das ist so ekelhaft, Alter. Okay, mach weiter. Ich kotze mich gleich an, mir ist es schlecht. Alter. Das sieht echt ekelhaft. Diese Farbe, ey. Das ist ja nicht normal. Okay. Okay, das ist echt ekelhaft. Okay, okay, okay. Aber du musst es jetzt trinken. Und nicht nur so ein Schlückchen, sondern schon so ein Stückchen. Halt's mal kurz. Nein. Marco, wie es aussieht, da ist so ein... Tja, da hättest du halt nicht nur leckere Sachen genommen, ne? Nicht dran riechen. Das ist das, man darf nie dran riechen. Du darfst dir beim Trinken die Nase zuhalten, dann schmeckst du nichts. Okay, los. Los! Warte. Runter damit. Okay. Los. Mach ich für einen Löffel irgendwo weg, weil er stört. Ja, mach dann einen Löffel. Boah, der... Dieser Gummibär... Vielleicht ist der Gummibär schon voll... So voll voller Haare und Bakterien oder sonst irgendwas. Er kotzt mich an. Okay. Fuck. Leute, Alter. Ich weine. Okay. Oh, warte. Und jetzt schluckest du, Bitch. Warum habe ich das mit Zwiebel genommen? Ja, du siehst, ich war gnädig. Du hast nicht mal den Zwiebel reintun müssen. Also, aber du kannst ihn gerne noch reintun, wenn du denkst, dass dann der Geschmack irgendwie besser wird. Ein paar Geschmacksverstärker. Ich mach erstmal die Tüte auf, ohne Witze. Leute, ihr denkt so, das ist doch nur ein bisschen reingemischt oder so. Aber diese, wenn man sich das vorstellt... Mir ist auch gerade richtig schlecht, also mach einfach weiter, mir ist übel. Ich hab gerade fast gekotzt, ne? Ist das? Los. Tja, da hätte der Marc wohl lieber gewinnen sollen. Ich kann das nicht. Thomas. Alter, du Leute, weißt du, was er zur Auswahl gehabt hat? Zwiebel auf den Kopf singen? Oder irgendwas anderes singen? Das ist doch richtig behindert. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist voll easy. Okay, lass sagen. Ich muss... Du musst so, guck, so ein Stückchen musst du trinken. Warte. Also ein bisschen weiter noch. Ja, so bis da. Wenn du das getrunken hast, du kannst es zumachen oder einfach... Und umso mehr du schaffst, umso mehr Ehre gebührt dir dann in diesem Video. Jetzt sind alle so, ey, du Pussy, du Huren, du... Nee, aber es, Leute, ich habe ja auch immer so zum Beispiel von Dr. Banks und Pixelwolf so Bestrafungen gesehen. Und ich dachte mir, ach komm... Sowas zu trinken oder sowas zu essen, Alter, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber wenn ihr das selber macht, ne? Los, Marc. Mach es jetzt. Ich tu mal das Mikrofon ein bisschen weg, ne? Ja, mach's weg. Man muss es nur gut sehen. Boah! Nicht zögern, tun. Weißt du, was ich glaub, war? Oh mein Gott, war! Hilfst du noch? Hallo?
gut und wie hat's geschmeckt? Beschreib deine Gefühle. War's lecker? Lecker, Schmecker? Boah, du könntest ein guter Barmixer werden. Oh oh. Ich glaube, der Marek, der muss sich übergeben. Ist jetzt kotzen gegangen? Ist Marek jetzt ernsthaft kotzen gegangen? Marek? Er ist jetzt weg? Hey, ich sehe das gerade live auf Skype. Aber er ist weg. Marek ist einfach kotzen gegangen. Hallo. Jetzt bin ich alleine. Hallo. Die Schlaffolgen kommen ja auf beiden Kanälen. Na. Und wie war's? Guck, du hast es so geschafft. Leute. Zeig mal, wie viel du getrunken hast. So. Ja, das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen. Also von hier. Bis hier. Alter. Also Leute, warte, warum ist mein Kopfhörer habe ich einfach abgerissen. So, ihr das aus. Boah. Dafür hast so, du Leute. Applaus verdient. So. Boah, ich kann. Das steht hier immer noch, stinkt so. So, Leute, bitte, eine Bitte habe ich an euch. Schreibt so heftige Bestrafung rein, bitte. Ich möchte Thomas wieder bestrafen. Ja, aber und jetzt ich, stell dir das mal vor, du gewinnst nächstes Mal und dann schreiben wieder heftige Bestrafungen rein. Scheiße. Leute, macht so einen Mischmasch, okay? Okay, danke. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Mich leiden zu sehen und, ja. Das Video, was ihr gerade bei Thomas seht, seht ihr auch nochmal auf meinem Kanal. Da könnt ihr euch auch nochmal freuen und, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, nach dem Urlaub. Schreibt schön Challenge-Formate rein und Bestrafungen. Und ja, Thomas, vielen, vielen Dank für die Ehre. Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut, dass du so viel getrunken hast. Ich habe mich das war richtig amüsiert. Das Ding ist, ich habe einmal kurz, also ich habe mich fast, also ich habe mich sozusagen übergeben ein bisschen. So, und dann war es fertig, dann ging es eigentlich. Da habe ich Wasser getrunken und durch dieses Wasser kam der ganze Geschmack wieder hoch. Erklär es einfach nicht, okay? Okay, sonst sind wir auch schon schlecht. Okidoki, Leute, dann würde ich sagen, war es das von der ersten Bestrafung. Ich war eigentlich ja ganz zufrieden, so wie es angelaufen ist. Und ich bin gespannt, wer in der nächsten Zeit die Bestrafung machen muss. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut, haut rein und Marek hat das Schlusswort. Ich wollte gerade rülpsen, aber geht nicht. Ciao. Ciao.